One, Two, Kickball und Change. Wer es im Rock'n'Roll-Tanz zu etwas bringen will, der muss erstmal beweisen, dass er die Grundschritte drauf hat. Die Punkte zählen für die belgische Cup-Meisterschaft. Worricken war das 6. von insgesamt 8 Landesturnieren. Was wird hier bewertet? Hier werden natürlich bei den Kleinen angefangen, fängst dann den Takt, dann wie man sich auf der Musik verhält, die Ausstrahlung, die Figurenvielfalt. Das steigert sich dann von Kategorie zu Kategorie, auch mit dem Alter und dann geht es hin bis zur größten Akrobatik mit Salto und so weiter. Mit dabei auch ein alter Bekannter. Ich hatte damals mit 7 Jahren angefangen und habe dann bis 18 Jahren intensiv getanzt. Und dann kam der Beruf, ich bin Koch, dann musste man sich die Frage stellen, entweder Hobby oder Beruf. Dann habe ich mich dann für den Beruf entschieden, hatte 9 Jahre Pause und habe den Beruf dann gewechselt und habe aber danach direkt wieder gesagt, nochmal weitermachen. Und wieder angefangen, jetzt vor einem Jahr, anderthalb. Ich bin jetzt 32 und das klappt aber noch. Wie war deine Performance heute? Ja, die erste Runde war, ich war zufrieden. Aber jetzt kommt das Finale noch und da muss noch ein bisschen draufgelegt werden. Ein bisschen mehr. Lasso, Flieger, Schmarrn und Grätsche. Bei der Akrobatik geht es dann richtig zur Sache. Beeindruckend auch die Formationstänze. Hier lieferten sich die Hot Shoes Ladies ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Lady Bees aus Flandern. Doch am Ende haben die Lady Bees die Nase vorn. Doch bei den Hot Shoes wird trotzdem gefeiert. Marco Richter und Kim Brüls holen den ersten Platz in der C-Klasse. Super, damit hatten wir eigentlich jetzt nicht so gerechnet. Super. Ja, wir sind sehr froh. Also wirklich, wie sie sagte, gar nicht damit gerechnet. Und ja, wir haben unser Bestes gegeben. Und was die Jury dann entscheidet, ja, das liegt in ihren Händen. Und das, was keiner erwartet hatte, auch Jerome Girkes und Cindy Deden machen ihren Patzer aus dem ersten Tanz wieder gut und steigen aufs Siegertreppchen. Hätten wir eigentlich nicht gedacht. Wir hatten nämlich eigentlich eine rote Karte bekommen in der Beintechnik und waren daher auf dem letzten Platz und haben es dann irgendwie geschafft, noch uns nach vorne zu arbeiten und ja, positive Einstellung und dann geht das. Ja, da muss man schon, wenn man weiß, ja, man hat einen dicken Fehler gemacht bei der Beintechnik, da nochmal sich zusammenzureißen, zu konzentrieren, ist schon schwer, oder? Ja, es ist schwer, aber wir wussten, wir haben noch eine Chance und dann haben wir uns nochmal gedacht, so jetzt nochmal zusammenreißen, nochmal alles geben und ja, es hat sich ja gelohnt. Und jetzt wird gefeiert? Ja, wir hatten einen guten Schutzengel oben, der hat uns viel Glück bereitet. Ja.